Nach einigen Proben findet Jacqueline dann endlich ihr perfektes Traumkleid. Jetzt steckt Stefan wirklich in einer Zwickmühle. Aber er wäre nicht der König der Sparfüchse, wenn er nicht schon eine Idee hätte. Guck mal, Schatzi, das ist es doch nun wirklich. Das ist das Kleid, was ich haben möchte. Komm, Papa. Das sieht super aus, sieht das. Ne? Ja. Komm. Bitte. Schatzi, ja, nein. Okay. Das ist das Kleid, ehrlich jetzt. Ja. Sie fühlt sich wohl, es ist ein ganz tolles Kleid. Ja. Es wird noch ein bisschen gekürzt. Ja, wenn sie es dann noch kürzen, hole ich es später ab, packe sie es dann ein und dann hole ich es später ab. Schatzi, du bist auch Beste. Ich bin überglücklich, das ist das Kleid der Kleider. Ich bin so stolz auf Stefan, ich könnte ihn knutschen ohne Ende. Ich freue mich wirklich auf die Hochzeit. Das muss ja noch geändert werden. Oh, ändern? Ja. Ändern und später dann bezahlen, ne? Papa, wehe. Ja, das ist gut. Dann sagen okay. wir erstmal Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Ich hol's jetzt später ab, okay, ne? Okay, tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. So haben die mich angeguckt. Och, mit ihren Dackelaugen. Und ich konnte einfach nicht Nein sagen. Aber bei 800 Euro so ein Kleid, da blutet mir richtig das Herz. Um dem finanziellen Desaster zu entfliehen, muss Stefan schnell für eine Alternative sorgen. In einem Secondhand-Laden findet er für sich und seinen Taschenrechner Mr. Money die Rettung. Ja, das sieht ja schon fast. Oh, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe ja auf jeden Fall dann schon gespart. Jetzt fällt ja unten was noch an. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich habe kein schlechtes Gewissen wegen dem Brautkleid. Sie hätte jetzt auch ein schönes. Schön mit dem Weiß und das Schwarz. Das passt doch wunderbar auch zu meinem Anzug. Wunderbar passt das auch Mr. Money. Denn der schreibt schwarze Zahlen. Und Sparfuchs Stefan hat Bares übrig. 800 Euro minus diese 26 gleich 774 Euro gespart. Oh, komm her, lassen Sie sich knuddeln. Ich freue mich so, dass ich so viel gespart habe. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. So, das war doch mal ein richtiges Schnäppchen. Jetzt muss ich ganz schnell zusehen, dass ich zu diesem Brautkleidladen komme. Nicht, dass die mit der Schere kommt und schneide das Kleid ab und ich muss das bezahlen. Ich muss mich spurten. Stefans Sparkurs lautet also Hochzeitskleid gegen Secondhand-Klamotte. Sofern die Bestellung überhaupt noch rückgängig zu machen ist. Tach, ich bin's doch mal. Ja, hallo. Ich hab mir da das Ganze noch mal überlegt. Das ist doch ein bisschen über unser Budget. Ne? Es hängt ja noch da und... Ja, ausnahmsweise. Eigentlich ist es schon Ihr Kleid. Ja, aber einen nackten Mann können Sie sowieso nicht in die Tasche fassen. Von daher, es hat sich ja erledigt. Ausnahmsweise. Meine Frau ist auch ein paar Tage glücklich. Es ist ja auch noch nichts geändert. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Bitte schön. Und noch mal danke für Ihre Mühe. Ne? Meine Frau sah gut aus da drinnen. Tschüss. So, da war ich doch wieder Fuchs. Halbes Auto gespart. Und alles erledigt. Jetzt muss ich das nur ihr irgendwie schon beibringen. Aber das kriege ich schon hin. Für seine Hochzeit hat sich der selbsternannte Weddingplaner in den Kopf gesetzt, so wenig wie möglich auszugeben. Und das betrifft natürlich auch das Festmenü. Stefan plant ein selbstgemachtes Buffet. Da kann ich doch bestimmt 2,5 Liter Wasser zu packen. Da kannst du was strecken. Ob das dann auch so gut ist, weiß ich nicht. Aber es soll nicht gut sein, es soll günstig sein. Es soll günstig sein. Ja, das wird umgefüllt und dann passt das. So, pass auf, ich habe ein richtiges Problem. Guck mal, ich habe schon Würstchen und so. Da mache ich schon Häppchen draus. Ja. Richtig geile Häppchen. Nun brauche ich die aber zu pieksen und all sowas. Hilf mir mal. Lass uns mal, komm mal mit. Denk mal bei mir ein. Den Zahnstocher haben, oder? Der Zahnstocher? Nee, die schnitze ich mir nur fast selber. Ich bin doch nicht blöd und suche mich ja selber dumm und dämlich. Da suche ich mir einen, der hier arbeitet. Und mit dem freundet man sich so ein bisschen an und der lässt gleich seine Connection verwalten. Und der zeigt auch gleich, wo das Günstige ist. Die wissen meist besser Bescheid, wo man noch mehr sparen kann. Und dann treibt es Stefan sogar noch auf die Spitze. Für seine Gäste natürlich nur das Beste vom Allerbilligsten. Jenseits der Haltbarkeit. Da das ja doch so ein Großeinkauf geworden ist, kann ich da nicht einen Mengenrabatt da irgendwie rausschlagen jetzt? Ein Großeinkauf? Das ist die ganze Feier, die ich jetzt ausstatten tue damit. Komm, du hast jetzt schon das Grünzeug von mir gesponsert bekommen und den Käse. Sei zufrieden und dann ist es auch gelaufen, die Sache. Na ja, gut. Du sparst doch schon. Ich gehe dann da zur Kasse jetzt und muss da eben mit den Elend leben. Aber ich bedanke dir recht herzlich für die Beratung. Kein Thema, du. Ne? Viel Spaß bei deiner Hochzeit. Lasst es euch schmecken. Hab ich. Und verwöhnt deine Gäste. Ja klar, ich hab ja genug. Hau rein.
Und jetzt werde ich den beiden Grazien mal zeigen, wie man mit 14,87 Euro die ganze Hochzeit ausstatten kann. Ach, das ist doch mal, das nenne ich mal gewinnig. Ein Tag vor der Trauung. Stefan ist alleiniger Hochzeitsplaner und muss sich etwas einfallen lassen. Die Location muss dekoriert werden und da kommt sein bester Freund Jupp ins Spiel. Oh, Juppi, wie freut sich mein Auge, dich zu sehen. Grüße dir, Junge. Oh, du musst mir helfen. Ja, was ist denn los? Ich hab's. Der Weddingplaner. Was ist mit dem? Das war die letzte Pfeife. Das war die letzte Pfeife. Ich habe jetzt so viel schon alleine gemacht. Ja. Aber mir fehlen so Kleinigkeiten, vielleicht, wenn du mir helfen kannst, so beim Schleppen bin ich und so. Stefan. Wir sind ja ich habe hier Buffet. Ich, was es hast ist du da alles, drin? Was es ist alles denn? Da. Ich habe ja eigentlich schon alles besorgt. Oh, ehrlich? Ja, natürlich, es ist alles da. Nee, ist doch nicht wahr, ehrlich. Das ist um Welten besser als die Geburtstagsfeier von Jacqueline, das muss ich schon zugeben. Aber nee, Stefan, ist doch nicht dein Ernst, aber. Was hast du jetzt? Wir brauchen Dekoration. Du brauchst, wir müssen rote Herzchen haben. Wir brauchen Pflänzchen in kleine Wesen auf dem Tisch. Wir haben noch Servietten nötig. Ich sehe hier nichts. Wo ist das? Nee, Stefan, ist doch nicht dein Ernst. Das ist eine Überraschung. Tischdekoration, dafür gebe ich doch kein Geld aus. Warum sollte ich? Ich hab doch hier draußen eine Tonne. Da ist doch genug Altpapier drin. Und das erfüllt denselben Zweck. Der Zweck heißt sparen. Pfennigfuchser Stefan ist nicht mehr zu bremsen. Das ist ja wohl optimal, das Teil hier. Nee, Stefan, das ist nicht dein das Ernst. Das können wir so quer über den Tisch. Stefan, da legen wir zwei Blumen rein. Die du willst heiraten, das sieht doch nicht aus. Du kannst doch nicht aus Altpapier irgendwie Servietten und Herzchen machen. Weißt du was? Wenn du so weiter bist, kann ich auf so einen Gast wie dich auch verzichten. Stefan, hör auf, um Geld zu reden. Jetzt setzen wir uns hin und werden basteln. Jetzt bist du auch Sparfuchs. Dir lerne ich das. Die radikalen Sparmaßnahmen erschüttern selbst den hartgesottenen Jupp. Was kostet Tischdeko? Komm. Tischdeko? 5 Euro? 5 Euro. So. Und die Servietten? 2 Euro? 2,50 Euro? 3 Euro. Das sind? 8 Euro gespart. Ich bin froh, dass ich nicht Stefans Frau bin. Denn wenn Stefan mir das so bringen würde, ich würde ihn zum Teufel jagen. Du hast doch diesen Kumpel. Diesen, der immer auf dem Wasser ist. Der Kapitän, ja. Ja, der darf doch auch trauen, ne? Ja, der hat schon solche Sachen gemacht auf seinem Schiff, ja klar. Und wie gut ist das, dein Kumpel? Sehr guter Freund. Sag mal, kann der mich trauen? Aber umsonst, du kennst mein Problem. Mit Sicherheit. Du, der ist mir auch noch einen Gefallen schuldig. Den rufe ich gleich an. Jo, mach das, mach das. Das mach ich. Und wenn der nicht kommt, gib mir die Hand drauf. Ich geb dir die Hand drauf. Wenn das nicht hinhaut, bist du schuld an meiner Hochzeit nicht. Wenn das nicht klappt. Das klappt. Jetzt ist doch alles klar. Kapitän traut uns. Alles fertig, kann losgehen. Am nächsten Tag ist es endlich soweit und der selbsternannte Weddingplaner steckt in den letzten Vorbereitungen für Jacquelines Traumhochzeit. So. Nee. Im Sand ist ein bisschen schlecht. Ich sau mich ja noch ein am Ende. Ha, Nachbarn. Nachbarn sind immer gut. Da hole ich mir jetzt was. Stefan scheint das Schnorren schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Moin erstmal. Moin. Du sag mal, Freund. Du, ich will da drüben jetzt gleich Hochzeit feiern. Hochzeit hier? Da ist so ein bisschen Sandboden und so. Und ich wollte dich fragen, ich sehe ja, du hast so Bänke. Kannst du mir damit aushelfen? Wie lange braucht ihr die denn? Ja, wir haben reichlich zu essen und zu trinken. Das wollten wir wenigstens alles aufessen in der Zeit. Bring die Reste auch dann rüber. Ja gut, sag ich, zwei Tische, zwei Bänke kann ich ja mal abtreten. Kann ich dies vielleicht nehmen? Da sind schon noch Blumen drauf. Dann kann ich die ja mitnehmen. Mein Blumengesteck schon. Vielleicht so, dass wir denn da... Ja, die sind ja im Preis mit drin. Was? Preis? Ja, denkst du, hier ist alles umsonst oder wie? Guck mal, du bist doch sicherlich auch verheiratet. Dann sind wir doch Leidensgenossen. Ne, und ich will meine Frau nicht schon wieder enttäuschen. Ja, um Gottes Namen, vom Jost, nimm die mit hier, zwei Stück. Und dann aber bei Zeiten wieder hier, weil ich brauche die ja selber. Oh, ich habe sogar Leute, die mir helfen. Dankeschön. Die ersten ahnungslosen Hochzeitsgäste sind Stefans bester Freund Jupp, dessen Frau und der trauende Kapitän. Mensch, wie sieht das schön aus? Du bist ja nicht geizig, wa? Guck mal, hier, mein Kumpel, den ich gesprochen habe. Du bist hier der Bräutigam, Mann. Ja. Er wird euch trauen. Gut, dass ihr kommt. Ihr könnt mir gleich helfen. Wobei? Ein paar Bänke umzusetzen. Wie?
Nur kurz so einmal hin und her rücken. Kommt einfach mal mit. Ja, komm, mach mal. Was die drei nicht wissen, es kommt noch dicker. Stefan, das ist ja total schön, hier. Boah. Richtig idyllisch, da hast du dir echt mal was ausgedacht. Ehrlich, da hast du dir mal ausgedacht. Nee, hier ist mit Privat, zu wenig Privatsphäre. Wie? Nimm mal die Bank und komm mal einfach mit. Wohin? Ja, ich hab da drüben angemietet, alles klar. Was nimmst du? Ja, komm, ich nehm die Verantwortung, komm mit. Klasse. Toll. So, kommt. Klasse, ja. Einfach hier so quer hin, dann haben wir sogar einen Seeblick, alles. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Stellt einfach so quer hin. So einmal rum. Richtig, stell dich ein bisschen schräg, falls einer im Schatten sitzen will. Wunderbar. Denn ich liebe